Ja, hallo Leute. Hier nur ein ganz kurzes Ankündigungsvideo und zwar, wie es jetzt weitergeht. Und zwar kam ja jetzt gerade die letzte Folge von Minecraft Eta und jetzt haben wir ein kleines Problem und zwar haben wir jetzt keine Videos mehr. Ist auch nichts auf Reserve drauf und so. Problem ist, ich selbst bin jetzt gerade in der Prüfungszeit, das heißt, ich habe nächste Woche drei Klausuren, die Woche drauf nochmal eine. Dann ist es Gott sei Dank auch schon wieder vorbei. Phil ist gerade. Oh mein Gott, der Zombie! Phil ist gerade in Prag auf Abifahrt. Dragoso und Maxi wissen nicht, was sie Let's Playen könnten sollten. Und Let's Play Together ohne mich ist halt auch schwierig. Ja, ich habe einfach nicht die Zeit, irgendwas aufzunehmen jetzt gerade. Ich bin eigentlich rund um die Uhr am Lernen. Außer jetzt gerade, wo ich dieses Video mache, einfach nur um euch auf dem Laufenden zu halten. Nach dieser kurzen Pause, also es werden jetzt dann wahrscheinlich 2 Wochen ungefähr keine Videos kommen, weil ich natürlich auch nach den Klausuren erstmal kurz eine Pause brauche, mich davon erholen muss. Also in diesen 2 Wochen jetzt ungefähr keine Videos kommen. Das tut mir natürlich leid, aber es geht halt nicht anders. Und danach geht's weiter mit neuen Projekten bei mir. Ich habe da schon so ein paar Ideen. Inwieweit sich die umsetzen lassen, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall vor. Wenn es denn endlich läuft, habe ich Batman Arkham City, das ich ja schon lange, lange, lange Zeit Let's Playen wollte. Eigentlich schon damals, als es rauskam. Mich dann damals aber doch dazu entschlossen habe, es noch nicht zu Let's Playen, weil ich es einfach in Ruhe selbst durchspielen wollte. Ja. Minecraft habe ich auch noch ein paar neue Ideen, da werden also auch ein paar Videos kommen. Bestimmt auch Videos zusammen mit Maxi, also Sir Tequila. Garantiert auf jeden Fall Hardcore starten wir in die zweite Staffel. Das haben wir auf jeden Fall vor. Eta wird dann auch schon bald weitergehen, da jetzt langsam wieder Updates kommen. Es gab ein paar Bugfixes. Ja. Gibt's sonst noch was? Ja, stimmt. Ich habe noch ein paar Projekte in Planung, die ich jetzt aber noch nicht verraten werde. Die werdet ihr erst sehen, wenn es dann wirklich losgeht. Sind ein paar schöne Sachen dabei. Also ich freue mich auch auf jeden Fall schon, das Zeug zu spielen. Damit solltet ihr dann jetzt eigentlich Bescheid wissen. Ich hoffe, ihr könnt so lange ohne uns leben, auch wenn es uns leid tut, aber es geht nun mal nicht anders. Ja. Und ansonsten, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, im nächsten Part. Und sollte sich doch irgendwas Neues ergeben, dann halten wir euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Also, bis dann, macht's gut und tschüss.